Dieses Wochenende stand ganz im Zeichen unserer Kogge. Bereits am Freitagabend hat unser FC Hansa eindrucksvoll bewiesen, dass der Teamgeist mehr als nur stimmt. Beim Gastspiel in Wiesbaden agierte die Deutsche Elf nicht nur 40 Minuten in Unterzahl, sondern erzielte kurz nach dem Platzverweis von Amore Bischoff auch noch den einzigen Treffer des Tages. Sofyan Benyamina gab mit seinem 5. Saisontor die bestmögliche Reaktion auf die Niederlage gegen Karlsruhe. Ja, also es war ein sehr anstrengendes Spiel, aber mal wieder geil, weil wir gewonnen haben. Wir waren, glaube ich, ab der 52. Minute war das in Unterzahl. Aber im Endeffekt, wir haben 1-0 gewonnen, es war mega geil. Das Erfolgserlebnis in der Liga sorgt auch am Sonntag bei der ordentlichen Mitgliederversammlung unseres FC Hansa für gute Stimmung unter den Verantwortlichen und Fans. Das Profiteam wurde von insgesamt 677 Mitgliedern empfangen. In der rund 6-stündigen Versammlung in der Rostocker Stadthalle ging es so entspannt und ruhig zu wie seit Jahren nicht. Ja, das war heute so eine typische Fleißmitgliederversammlung. Stand mal keine Wahl zum Aufsichtsrat oder Ähnliches an. Heute war wirklich Fleißarbeit gefordert, wo es um den Wahlausschuss ging, wo es um den Mitgliederbeirat ging, der ja neu gewählt wurde oder neu als Organ geschaffen wurde. Ich fand das sehr konstruktiv, ich fand es aber auch sehr ruhig, das muss man auch ganz klar sagen. So viel Ruhe hatten wir, glaube ich, in den letzten Jahren schon lange nicht mehr. Neben den Berichten des Aufsichtsrates und des Vorstandes kamen auch Cheftrainer Pavel Dotschew und Markus Thiele, der neue Vorstand Sport der Kogge, zu Wort. Ebenfalls im Vordergrund standen turnusmäßige Wahlen und Satzungsänderungsanträge aus den Reihen der Mitglieder. Ich finde das grundsätzlich sehr positiv. Das Zeichen ist in den letzten Jahren deutlich steigend gewesen, dass immer mehr Anträge eingebracht wurden und jetzt auch ein Mitgliederbeirat geschaffen wurden. Ich glaube, das macht Mitgliederverein im Endeffekt aus, das Einbringen, nicht nur ein nicht stimmberechtigtes Mitglied zu sein, so nach dem Motto, man gibt seine Stimme nur einmal im Jahr ab und dann ist Feierabend. Nein, wir wollen eigentlich schon mehr Engagement der Mitglieder haben. Und deswegen bin ich froh, dass das jetzt auch stattfinden kann. Mit nun insgesamt über 12.220 Mitgliedern ist die weiß-blaue Familie des FC Hansa in den vergangenen 12 Monaten um weitere 1.300 Mitglieder gewachsen. Alle weiteren Informationen und Zahlen findet ihr auf www.fc-hansa.de. Auf der Webseite, aber auch auf unserem offiziellen Facebook- und YouTube-Kanal findet ihr aktuell übrigens auch ein neues Hansa-TV-Format. Bei Vorgespielt treten ab sofort zwei Profis, Trainer oder Funktionsteammitarbeiter unserer Kogge bei FIFA 18 gegeneinander an, um das jeweils kommende Heimspiel zu simulieren. In dieser Woche haben Brian Henning und Vladi Rankovic unsere Farben vertreten. Dass Brian nicht nur auf der PlayStation 4, sondern auch im echten Leben gegen Fortuna Köln antreten kann, ist fast schon ein Wunder. Bereits seit dem 6. Spieltag steht er bei 4 gelben Karten. Zu einer Sperre kam es aber auch nach dem Wiesbaden-Spiel nicht, obwohl er wie immer leidenschaftlich gekämpft und gebissen hat. Vielleicht auch ein bisschen Glück, aber ich achte jetzt nicht so darauf. Aber ich freue mich jetzt im nächsten Heimspiel wieder dabei zu sein. Und ja, hoffentlich passiert es da auch nicht, dass ich meine 5. gelbe Karte bekomme, weil ich möchte der Mannschaft weiterhelfen und... Ja. Mit Fortuna Köln bekommt unser Sechser an diesem Sonnabend den nächsten harten Brocken vor die Brust gesetzt. Um 14 Uhr gastiert der aktuelle Tabellendritte der Liga im Ostseestadion. Also dieses Spiel wäre jetzt nochmal ein Wegweiser, weil wir sind jetzt gut dran oben, haben jetzt glaube ich 6 Punkte oder 7 Punkte Rückstand an die Spitze. Und Fortuna Köln könnten wir jetzt auch nochmal jagen, wenn wir jetzt gewinnen. Und also schon sehr wichtigstes Spiel und wir wollen natürlich gewinnen wieder. Tickets für das Duell gegen die Kölner gibt es an allen FC Hansa Vorverkaufsstellen und im Online-Ticketshop. Seit genau einem Monat ist das deutsche Modelabel Camp David offizieller Fashionpartner des FCH. An diesem Mittwoch fand nun die erste Anprobe der neuen Outfits statt. Neben dem Profiteam sollen demnächst auch die Fans und Mitglieder der Kogge profitieren. Für sie hat Camp David exklusive Angebote sowie die Durchführung von attraktiven Aktionen vorgesehen. Wir halten euch auf dem Laufenden.